Hier ist er in seinem Element. Der Mann, der hinter den jüngsten Erfolgen von Thomas Anders und Florian Silbereisen steht, der Eloy de Jong nach vorne brachte und Giovanni Zarella deutsche Schlager auf Italienisch singen lässt. Erfolgskomponist Christian Geller, der von sich sagt, er könne keine Noten lesen. Er macht im Moment so ziemlich alles erfolgreich, was er anfasst. Ich habe vielleicht am Ende des Tages das unverschämte Glück, dass mein persönlicher Musikgeschmack gerade angesagt ist. Und ich habe ein, glaube ich, ganz gutes Gespür und ganz gutes Ohr dafür, was die Menschen momentan hören wollen. Gegensätze findet er interessant. Auf die Idee, Heino Rammstein singen zu lassen, kam, klar, Christian Geller. Aber Heino selbst musste er erstmal überzeugen. Ich bin nach Bad Münstereifel gefahren, habe mich ins Café Heino gesetzt und habe gewartet, bis der Heino kommt. Und da gab es natürlich Diskussionen, natürlich auch mit Hannelore, mit seiner Frau, die dann teilweise sagte, du machst mal meinen Heino kaputt, der Heino ist Volksmusiksänger. Da haben wir mal zwei Nummern ausprobiert und ging dann von 0 auf 1 in die Albumcharts. Und worauf ich besonders stolz bin, es war die allererste Nummer 1 in Heinos 50-jähriger Karriere. Aber nicht Heinos sonore Stimme, sondern die Pop-Hymnen von Modern Talking haben sein Leben geprägt. Mit 9 entscheidet der kleine Christian, der am Rhein in der Nähe von Koblenz lebt, ich werde Komponist. Die Geschichte ging dann so weiter, dass ich sehr, sehr früh meine Eltern bekniet habe, mir doch so ein kleines 4-Kanal-Mischpult mit so einem Schwanenhalsmikrofon zu kaufen und ein Keyboard, was ich daran anschließen kann, damit ich eben anfangen kann zu komponieren. Dann fing ich eben an, mir wattierte Briefumschläge zu besorgen und die schön zu beschriften mit Thomas Anders. Und dann habe ich angefangen, das eben dahin zu schicken. Und als ich dann 16, 17 war, rief er tatsächlich an, der Thomas Anders. Mittlerweile ist er selber Chartstürmer, aber bodenständig. Mit seiner Frau und 3 Kindern lebt er dort, wo er groß geworden ist. Er sagt, mit der Landschaft und den Menschen hier am Rhein sei er verwachsen. Sie werden sicher einiges kennen, was mir hier auf dieser Parkbank eingefallen ist. Dieses Panorama hier vor der Tür. Und das befruchtet natürlich enorm kreativ. Wie auch der Gegensatz aus Schlager-Glitzerwelt und Hinterhofstudio, wo der Geller-Sound entsteht, der längst andere Branchengrößen auf den Plan gerufen hat. Und irgendwann klingelte mein Telefon und Bohlen war dann dran und hat mir dann Songs angeboten fürs zweite Album, die er dann schrieb. Und dann hat er mir Demos rübergeschickt, die er dann selber gesungen hat und so, ganz abenteuerliche Geschichte. Treu blieb Geller aber nicht Dieter Bohlen, sondern dessen Ex-Partner Thomas Anders, seinem Idol, das ihn damals in die Branche holte. Wenn man das so spiegelt, er hat sich darum gekümmert, dass ich meine erste Nummer 1 habe, wo ich beteiligt war. Und ich habe es jetzt eben viele, viele Jahre später, also weit über 25 Jahre später, dann geschafft, ihm wieder zu der Nummer 1 zu verhelfen. Versuch's noch.